er die Welt. So, hallo. Ja, wir sind jetzt hier im P8-Vortrag Modernere Physik? Hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem P8 in Verbindung gebracht. Das gab es schon mal, aber eher im P8-Café Vorträge zur moderneren Physik. Moderner wirklich auch eingeschränkt und mit Fragezeichen, weil es auch schon alles 100 oder 50 Jahre alt ist und so weiter. Und jetzt eben durch die Corona-Zeit hat es die Wissenschaft hier nicht ins, vom P8-Café hier ins richtige P8 geschafft, was ganz, ganz Großes, aber leider nicht auf die große Bühne, sondern muss hier ein Schattendasein neben der großen Bühne fristen, was natürlich schade ist, aber immerhin sind wir jetzt hier live im Fernsehen und dann legen wir auch gleich mal los. Jetzt modernere Physik. Wollen wir uns eben jetzt mal so angucken oder so besprechen, dass es möglichst einfach ist und vielleicht auch jeder, der jetzt auch nicht so der Physikprofi ist, da irgendwas mitnehmen kann. Das Ganze soll mit möglichst wenig wilden Formeln funktionieren. Wenn hier wilde Formeln vorkommen, damit nur dann, dass man sieht, dass die eben wild sind, aber nicht zum Verstehen. Und mit möglichst vielen Bildern und einfachen Sachen so, dass es am Ende möglichst viele Leute wie so ein bisschen was mitnehmen. Auf der anderen Seite ist alles, was jetzt gleich hier erklärt wird, natürlich jetzt auch nicht so, dass man das kopieren kann und dann an der Universität im Seminarvortrag wiederholen kann. Dafür reicht es nicht. Das ist wirklich jetzt alles ganz, ganz, ganz reduziert. So, jetzt modernere Physik. Ich habe schon angedeutet, ist jetzt eher was schon 50 bis 100 Jahre alt ist. Also nicht so ganz modernes, sondern eher so halbmodernes. Aber da wurden jetzt so ziemlich große Schritte in der Physik gemacht. Und deswegen eben dieses Thema und eben jetzt so als große Schlagworte, die jetzt in dieser Reihe vorkommen. Es geht um die Relativitätstheorie, es geht um Quantenphysik und es geht am Ende auch um die Stringtheorie. Und ich denke, das sind so, wenn man diese Begriffe hört, denkt man immer so, uiui, Mords schwierig, blickt eh kein Mensch. Das ist irgendwas für Spezialisten, aber eben, dass man so ein bisschen mehr Vorstellung darüber hat. Deswegen gucken wir uns das jetzt ein bisschen genauer an und gehen auch ein bisschen so auf die Geschichte ein. Und dafür muss man jetzt aber auch einen kleinen Sprung zurückgehen. Und zwar im 17. Jahrhundert, da war ein Herr Newton zugange. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit dem fällenden Apfel auf den Kopf und danach hat er tolle Ideen. Der Herr Newton hat ganz viel das Bewusstsein geprägt, das wir heute haben. Zum einen der Gedanke über Kräfte im physikalischen Sinne, also irgendwie so eine Wirkung, die meistens einen Ort hat, an dem sie stattfindet, die eine Richtung hat. Ja, das ist der Begriff der Kraft. Der stammt praktisch, oder der Newton so mehr oder weniger festgelegt für uns und fürs Verständnis, in das allgemeine Verständnis und das physikalische. Und als zweites, was auch noch vom Herrn Newton stammt, ist sozusagen der dreidimensionale Raum, der irgendwie so in Dimensionen eingeteilt wird. Also jeder von uns würde vielleicht so sein Zimmer so zeichnen oder vielleicht gerne so zeichnen können. Und da steckt auch unsere Raumvorstellung drin, nämlich ich habe eigentlich jetzt hier verschiedene Kanten und die sind schön im rechten Winkel zueinander. Und so stellen wir uns auch jeden Raum vor und wir reden dann davon, es geht geradeaus und dann nach rechts und stellen uns da so einen rechten Winkel vor. Und da stecken eben diese Raumdimensionen drin, die man vielleicht auch aus der Schule kennt und dort nicht so gemocht hat. Aber in unserer Wahrnehmung sind die trotzdem total verankert, auch wenn wir sie nicht XYZ nennen wollen, wie in der Schule oder an der Universität oder wo auch immer. Das ist wichtig, so ein bisschen vorzuwissen, damit man später die Revolution, die durch die Relativitätstheorie gekommen ist, so ein bisschen zu verstehen und weil es eben auch wichtig in der Physik ist. So, in der Physik gab es dann nach Newton ein ganz spannendes 19. Jahrhundert, wo die Physiker praktisch eine Erkenntnis nach der nächsten entwickelt haben, tolle Erfindungen gemacht haben. Hier oben erfindet oder zeigt ein Herr Volta so eine selbstgebaute Batterie. Da drüben geht es um den Faradayschen Käfig, also Sachen aus der Elektrizitätslehre. Das da unten ist eines der ersten Generatorenwerke. Also da wurden diese super neuen physikalischen Erkenntnisse alle umgesetzt. Die Physiker haben gedacht, sie können alles erklären, weil sie wirklich jedes Jahr irgendwas Neues entdeckt haben und gedacht haben, die Welt ist so einfach und erklärbar. Und dann waren sie alle ganz stolz und völlig aus dem Häuschen. Und dann kam irgendwann ein Herr Maxwell und hat alles, was mit diesem Thema zu tun hat,
in 4 Gleichungen zusammengefasst. Die muss niemand verstehen, das ist egal. Ich will euch nur zeigen, dass es nur 4 sind. Ja, mit 4 Gleichungen, und das ist für Physiker ganz toll, konnte man da wirklich unendlich viel erklären. Und dann waren die natürlich ganz stolz und haben sich riesig gefreut, weil nur 4 ist echt wenig. Ja, das hätte auch so aussehen können, hat es aber nicht. Die haben es mit 4 Formeln geschafft und dann waren sie wirklich super glücklich und haben gedacht, sie sind kurz davor, die Weltformel zu finden, mit der sie alles erklären können, in der dann so die ganzen Themen der Physik irgendwie drinstecken, und dann sind die Physiker halt die Könige und haben die super Formel, mit der man alles erklären kann. Juhu. Ja, dieser Sorry, ganz kurz, wann war das mit den Maxwell-Formeln? Das war 1875, 76. Okay, danke. Genau. Und wie soll dieser Berg aussehen? Naja, da sind halt alle Teile, alle Teilgebiete, Elektromagnetismus, Thermodynamik und so irgendwie zusammen und ergeben diesen hohen Berg, und da kann dann der Physiker thronen mit seiner Weltformel oben draufstehen. Naja, und dann kam eben so das 20. Jahrhundert, ab 1900 rum, kam dann die Relativitätstheorie und die Quantenphysik ins Spiel, und dann hat sich viel verändert. Jetzt so ganz kurz hier jetzt in der Einleitung, Relativitätstheorie, da geht es um große Sachen, meistens große Maßstäbe, oft hohe Geschwindigkeiten. Es geht um die Zeit, es geht um ganz, ganz große Masse. Deswegen habe ich hier so ein bisschen Universum abgebildet. Und es geht auch oft um Maßstäbe im Universum. Und die Quantenphysik, deswegen sind da Atome und so kleine Teilchen, da geht es eher um so kleine Maßstäbe. Da geht es auch um hohe Geschwindigkeiten. Aber so diese Maßstabsbetrachtung zeigt schon, dass die schon einen Unterschied haben, diese beiden Herangehensweisen, und die haben beide ihren Ursprung so um 1900 rum, plus minus ein bisschen. Und was ist passiert? Die beiden sind so unterschiedlich und so schwierig miteinander zu verbinden, dass dieses Konstrukt mit dem tollen Berg, wo die Physiker draufsteigen wollten, mit dieser Weltformel, leider nicht funktioniert hat. So soll das aussehen. Und als dann die Relativitätstheorie und die Quantenphysik dazu kamen, dann sah der Berg so aus und man konnte nicht mehr so richtig hochlaufen und es gab auch keinen Gipfel mehr. Und das war dann erstmal so eins der großen Probleme der Physik und hat natürlich, man hat sich eine Lösung gewünscht. Ja, und wie kann man die jetzt unter einen Hut bekommen, diese Quantenphysik und diese Relativitätstheorie? Und dann die Antwort, die es dann dafür gab, so die erste Mal erwähnt wurde es, glaube ich, in den 20ern und so richtig ausformuliert dann in den 70ern. Das war dann die Stringtheorie, die man auch schon wieder kritisch sehen kann. Dazu sage ich dann aber was im Speziellen, wenn es um die Stringtheorie geht. Aber jetzt so zur Vorstellung, diese roten Begriffe sind jetzt so die drei Themen, die wir hier bearbeiten werden. Wir gucken uns zuerst die Relativitätstheorie an, dann die Quantenphysik und zum Schluss die Stringtheorie so ein bisschen so als Abschluss, und gucken dann jeweils so, ja, wie funktioniert das, was steckt da so drin, vielleicht auch nur, wie ist denn diese Vorstellung, was gehören da für Kuriositäten so dazu, und dann geht es jetzt gleich weiter mit der Relativitätstheorie. Bis dann. So, hallo zusammen, jetzt zweite Runde, Relativitätstheorie, wie angekündigt. Deren Vortrag gab es so ähnlich schon mal, wie gesagt, hier im P8 Café. Das, was ich jetzt erzählen werde, ist wahrscheinlich ziemlich fast das Gleiche. Hoffentlich, vergesse ich nichts. Vielleicht erzähle ich ein bisschen zu viel oder zu wenig. Aber ich versuche euch das möglichst einfach nahezubringen, so dass man einigermaßen das versteht. Und zwar versuche ich jetzt gleich zum einen auf die allgemeine, aber auch auf die spezielle Relativitätstheorie einzugehen, so nacheinander. Das ist alles so ein bisschen schwierig sich vorzustellen. Da muss man schon jetzt auch aufpassen, dass man nicht irgendwie
den Faden verliert. Also lieber in Ruhe zuhören, nicht unterwegs aufs Klo gehen und so weiter, dann klappt das schon. So, jetzt erstmal Relativitätstheorie ist natürlich unweigerlich verbunden mit Albert Einstein, im Deutschen Reich geboren, natürlich dann im Krieg ausgewandert und in den USA gestorben. Und jetzt faszinierend, er hat irgendwann den Nobelpreis gekriegt, allerdings nicht für die Relativitätstheorie, sondern für ein Thema, das eher in der Quantenphysik steckt. Und er hat sich damals eben in seiner aktiven Zeit sozusagen nicht nur mit relativitätstheoretischen Themen beschäftigt, sondern auch viel mit der Quantenphysik, weil das damals eben auch so der heiße Scheiß war, der in der Physik einfach diskutiert wurde, und hat da auch Stellung genommen und diskutiert und auch eben an gewissen Stellen ja, die Forschung mit beeinflusst und die Theorie mit beeinflusst. So, jetzt erstmal auch ganz im Allgemeinen dazu. Die Relativitätstheorie, vielleicht hat er deswegen auch den Nobelpreis dafür nicht bekommen, war erstmal ziemlich kritisch beäugt, weil sie eben ziemlich viel über den Haufen geworfen hat. Und zwar, was hat sie über den Haufen geworfen? Diese Vorstellung von Newton, ihr erinnert euch vielleicht ein bisschen, letzter Vortrag und so weiter. Jetzt die Theorie entwickelt wurde ab 1905 und publiziert 1915, und faszinierenderweise kam er auf die Idee, weil er sich Gedanken gemacht hatte, wie man Uhren, die in verschiedenen Bahnhöfen hängen zum Beispiel, damit der Zugverkehr funktioniert, synchronisieren kann, damit diese ganzen Uhren, die irgendwo sind, gleich gehen und nicht, weil die eine Uhr in, keine Ahnung wo, Ulm dann anders geht wie die in Saarbrücken, dass deswegen irgendwie alle Züge versemmeln und so weiter. Das war also der, sag ich mal, der Ursprung, der Anstoß, wo dann später die Relativitätstheorie raus entstanden ist. So, die ersten Bestätigungen dafür, also dass man mit dieser Erklärung was beobachten konnte, gab es ab 1919 und ab 1920, wo es dann so ein bisschen publiziert war und so ein bisschen auch gestreut in der Gesellschaft, da ging es dann völlig ab. Und zwar gab es unglaublich viele Schriften oder Widerlegungsversuche, die versucht haben zu sagen, Relativitätstheorie ist falsch. Und zwar oft, weil sie Leute nicht kapiert haben. Und es ist tatsächlich auch einfach, das nicht zu kapieren. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, so wirklich im Verstand kapieren kann man das schon, aber so gefühlsmäßig kapieren, dass man wirklich so intuitiv damit arbeiten kann, das ist wirklich schwierig. Das schaffen jetzt nicht irgendwie so alle. Ich glaube, das habe ich auch nicht, also kann ich auch nicht. Ja. Und natürlich, zweiter Grund, Albert Einstein war Jude, und das war auch ein Grund für wirklich einen großen Widerspruch. Natürlich alles nicht berechtigt, muss man auch dazu sagen. So. Hier als Beispiel, was steht da? Umsturz der Einsteinschen Relativitätstheorie, Einführung in die einheitliche Erklärung der Mechanik und Naturkräfte hat hier ein Herr publiziert. Oder das hier ist eine gemeinverständliche Verteidigung des gesunden Menschenverstandes gegen die Angriffe Einsteins. Also die Leute hatten Gefühl, dass das, was für normal gehalten wird, hier auf den Kopf gestellt wird. Und es wird es tatsächlich so ein bisschen. So, erstmal noch kurz im Allgemeinen. Ja. Was ist die Schlüsselidee hinter der Relativitätstheorie? Die Schlüsselidee ist, diese Gravitation oder die Erdanziehung ist nicht eine Kraft, so wie es bei Newton war, sondern sie ist eine Eigenschaft von Raum und Zeit. Klingt jetzt erstmal total durchgeknallt. Gravitation. Ich habe hier extra Erdanziehung in Anführungsstriche geschrieben. Das ist das, was wir halt kennen. Ja? Wenn irgendwie ja, was runterfällt, dann Erdanziehungskraft fällt halt runter. Lassen wir auch liegen. Jetzt für Einstein hat es eine andere Ursache. Und zwar bewegt sich da jetzt irgendwas lang, weil hier der Raum anders ist. Und wir gucken uns das jetzt an und denken uns, hey, der Raum ist doch ganz normal, da ist der Boden, da ist die Wand und so weiter. Ja, aber dieser Raum, von dem eben der Herr Einstein spricht, ist ein ganz anderer Raum. Mehr dazu ein bisschen später. So, ihr erinnert euch jetzt nochmal kurz ganz wichtig, vorher dieser Newton, ja, Bewegung hat was mit Kräften zu tun, wenn mir das fällt, muss Kraft da sein. Ja, jetzt beim Einstein, es hat was mit Raum zu tun, und das gucken wir uns jetzt mal an. So, und zwar habe ich hier ein Foto. Das ist ein Foto aus dem
Universum, sage ich jetzt mal, und da sind Sterne abgebildet. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie viele sind es? Dann fangen vielleicht die ersten an, hier diese kleinen Fleckchen zu zählen. Ja, aber es geht um die großen Punkte. Und wenn man die zählt als Sterne, kommt man tatsächlich nicht auf 5, sondern nur auf 2 Sterne. Ja, das ist der Witz jetzt an der Sache oder der Trick. Erstmal, dass es 5 sind und nicht 2, hat jetzt 2 Gründe. Einmal denn der Aufbau der Messmethode und das andere ist eben die Gravitation. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man dann zu so einem Foto, auf dem dann 2 Sterne so aussehen? Und zwar müssen dafür so das Fotogerät oder das Teleskop und die beiden Sterne in einer Reihe sein. Ja? Und jetzt, was ist was? Das ist der Stern in der Mitte und das ist der Stern, der dahinter ist, den wir jetzt hier auch außenrum mit den Dingern sehen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, das heißt, den hinteren gelben Stern, den sehe ich jetzt 4-mal, obwohl sie nur einmal gibt. Und den vorderen orangenen Stern, ja, das ist der große dicke in der Mitte, den ich eigentlich sogar schlechter sehe. Nicht so richtig verstanden. Macht noch nichts. Der Berthold hat es nicht verstanden. Nicht richtig. Ich will es nochmal erklären. Also, warst du gut in Physik? Ja, eigentlich schon. Die Situation ist, ich sehe hier 5 Sterne, es sind in Wirklichkeit nur 2. Und die Gegebenheit ist, und erstmal geht es im Moment nur darum, sich vorzustellen, wie die Sterne angereiht sind, ist, dass ich einen nahen und einen weit entfernten Stern habe von mir als Betrachter. So, und auf meinem Foto ist der eine dicke in der Mitte, das ist der nahe Stern. Und das hier außen sind 4 unabhängige Bilder von dem hinteren Stern. Es ist natürlich die Frage, wie entstehen die Bilder? Ja, okay, das habe ich schon verstanden, was du gerade erklärt hast, aber nicht warum. Genau, das gucken wir uns jetzt gleich an. Alles klar. Und zwar senden Sterne ja Licht aus. Ja? Und wir alle würden ja sagen, die Sonne, Licht und ja, und das kann jedes Kind einmalen. Wie ist das mit dem Licht? Nein, das geht von der Sonne auf die Erde und dann malen die Kinder in ihren Bildern so eine gelbe Linie. Und wenn ich jetzt sagen würde, jetzt hier das Licht von diesem Scheinwerfer, das kommt auch direkt hier in mein Gesicht und blendet mich. Ja gut, so würden wir alle stellen uns das Licht vor. Und das ist hier jetzt halt ein bisschen anders. Ja? Also dafür machen wir die Pfeile weg. Und überlegen uns mal, wie muss denn das aussehen, dass ich jetzt diese Kombination hier sehe und nicht einfach 2 Sterne hintereinander. Naja, das sieht ja für uns so aus, als wäre der hintere Stern nicht da, sondern als wäre da oben drüber und unten drunter ein Stern. Ja? So. Und das war auch noch. Ja, und genau. Und hier davor und im Bild hinten drin auch noch. Die habe ich jetzt nur nicht hier dargestellt. Genau. So, und das Licht in unserer Vorstellung, wo Licht gerade ausgeht, würde also diesen Weg hier nehmen. Direkt vom Stern zum Teleskop. So, aber jetzt sind die Sterne ja gar nicht da oben drüber und da unten drunter, sondern der Stern ist nur einer und der ist genau dahinter. Das heißt, das Licht kann nicht diese geraden Wege gehen, sondern das Licht geht so einen gebogenen Weg. Und zwar startet es schön gerade und dann, wenn es nahe an dem großen anderen Stern ist, biegt es sozusagen ab und kommt dann in so eine Runde bis zu unserem Teleskop. So, das ist jetzt der Weg des Lichtes und diesen Effekt kann man zum Teil sogar schon beobachten, wenn zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis ein anderer Stern hinter der Sonne untergeht, dann macht da das Licht dieses anderen Sternes auch um die Sonne rum so einen Knick. Man guckt sich das natürlich nur bei Sonnenfinsternis an, weil sonst ist die Sonne selber zu hell. So, und wie funktioniert das jetzt, dass wir Licht, dass wir eigentlich glauben, dass es nur so geradeaus gehen kann, auf so krumme Bahnen kriegen? Wellen. Und Bahnen. Wellen. Nö, hat damit nichts zu tun erstmal. Erstmal sind Bahnen. Wie funktioniert das? Und da steckt jetzt eigentlich auch schon diese Idee von der Allgemeinrelativitätstheorie drin und diesem veränderten Raum, also diesem Gravitationseffekt. So, damit man sich das vorstellen kann, fangen wir nochmal ganz einfach an. Und zwar überlegen wir uns nochmal, wie das ist, wenn ich jetzt was geradeaus fliegen lasse oder Licht geradeaus schicke. Das ist für uns ja der Normalfall. Ja? Das heißt,
irgendwas bewegt sich ohne Kraft einfach geradeaus weiter. Das wäre auch klassisch wie Newton. Und so würde man im Universum ja theoretisch auch immer weiter geradeaus fliegen. Ja? Also ja, hier jetzt A und B gehen geradeaus weiter. Von mir aus sind das Raumschiffe. Ja, die fliegen jetzt da einfach geradeaus durchs Universum. Das ist ganz normal. So, jetzt wollen wir ja aber da so eine Kurve reinkriegen, ja, damit wir um den anderen Stern rumkommen. Wie funktioniert das jetzt? Ja, also ich brauche irgendwie A und B, die so eine Kurve machen. Von mir sollen A und B wieder Raumschiffe sein. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass die hier eine Kurve machen, so und so? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und zwar ohne, dass ich jetzt da drin am Lenkrad drehe oder so natürlich. Naja, Möglichkeit 1 ist, da, wo die beiden hin sollen, mache ich irgendwas hin, wie die Erde. Weil wir wissen ja, vom Schlüssel vorhin und so weiter, es gibt diese Erdanziehungskraft. Und dann macht die Erdanziehungskraft die Kurve. Und das ist auch alles ganz toll so, wie wir das mit dem Herrn Newton erklären können. Das ist so die klassische Vorstellung. Ja? So, und jetzt stellt natürlich, müssen wir das jetzt ein bisschen auf den Kopf stellen. Wir wollen ja zu dieser Relativitätstheorie kommen. Es braucht also jetzt hierfür noch eine zweite Möglichkeit, ohne die klassische Erdanziehungskraft. Ja, also gucken wir uns die mal an. Was können wir noch machen? Und zwar, die sollen sich jetzt treffen und ich möchte die Erde eben einfach nicht haben, sondern irgendwas haben, was auch für Licht gilt. Ja, wir haben ja diese Sternbeobachtung vorhin gehabt mit dem Licht. Also ich brauche einen Trick, wo Licht oder Raketen oder was auch immer so eine gebogene Bahn machen, ja, ohne dass die lenken, ohne dass eine Kraft wirkt und so weiter. Naja, und da gibt es einen ganz einfachen Trick, sage ich mal, den kennen wir sogar von der Erde. Und zwar dürfen wir das Ganze nicht auf so einer schön geraden Fläche machen, sondern auf einer gebogenen Fläche. Und wenn wir das zum Beispiel beides auf einer Kugel machen, ja, ihr könnt euch hier jetzt auch die Erdkugel vorstellen und uns jetzt hier einfach geradeaus vom Äquator zum Pol bewegen, und der bewegt sich auch vom Äquator zum Pol, dann haben beide parallel zueinander gestartet und müssten ja damit eigentlich theoretisch unendlich weit parallel zueinander weiterfliegen. Aber dadurch, dass der Untergrund gebogen ist, gehen die parallelen Wege sozusagen dann aneinander hin und treffen sich. Das heißt, und da drin steckt jetzt eigentlich schon die ganze Idee, die jetzt hinter dieser allgemeinen Relativitätstheorie steckt. Ich ändere jetzt nicht irgendwie irgendwelche Kräfte, sondern ich ändere den Raum und dadurch ist sozusagen eine Bewegung im Raum auch anders. Ja? Das ist eigentlich so die eine große Aussage der Relativitätstheorie. Ja? Es macht nicht die Kraft, es macht der Raum. Ja? Der ist geändert. Jetzt stellt sich natürlich die blöde Frage, wie kann ich mir so einen geänderten Raum vorstellen? Ich habe das in der ersten Folge ja gesagt, unser Raumbegriff ist ja ganz klar dieses rechte Winkel, ja, und drei Richtungen, hoch, runter, rechts, links, vorne, hinten. Ja, so stelle ich mir Raum ja immer vor. Und jetzt brauche ich so einen geänderten Raum, der vielleicht irgendwie so ein bisschen kugelig ist oder rund ist und so weiter. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig vorzustellen. Man kann es aber ein bisschen nachspielen, das können wir auch gleich ja noch zusammen nachspielen, wenn man sich den Raum, der ja dreidimensional ist, jetzt versucht, eher zweidimensional vorzustellen oder zweidimensionaler. Das Bild hinkt natürlich ein bisschen, aber besser kriegen wir es jetzt gleich vielleicht nicht hin und stellen uns deswegen jetzt erstmal einen normalen Raum vor, ja, und gucken mal an, wie der geändert werden kann und wer den ändern kann. Die Antwort auf, wer den Raum ändert, ist tatsächlich jeder. Das heißt auch jeder von uns und jeder Planet und jeder Stern und ja, jedes Reiskorn, das irgendwo rumliegt. Alle verändern den Raum. Mit mehr Masse verändert man dann natürlich den Raum stärker wie mit wenig Masse. Das sehen wir aber jetzt gleich auch noch. Ja, aber ganz kurz, sorry. Das mit der Masse, ist das dann wieder mit Newton? Also weil der dann wieder sagt, dass halt mehr Masse mehr Anziehungskraft hat? Oder? ja und nee. Also bei Newton spielt die Masse natürlich als Ursache der Gravitation und Anziehungskraft eine gewaltige Rolle. Bei Einstein, der Relativitätstheorie, spielt die Masse sozusagen als verändernder Faktor der Raumzeit des Raumes auch eine entscheidende Größe. Mehr Masse heißt, ich ändere den Raum stärker. Wenig Masse heißt fast wenig Änderung. Ja, deswegen
Also dieser Schlüssel ist ja jetzt hier runtergefallen, weil die Erde so schwer ist. Ja. Und den Raum deswegen so stark ändert, dass die Bewegung von diesem Ding in diesem veränderten Raum halt einfach Richtung Erde ist. Ich bin deutlich leichter wie die Erde und deswegen wird der Schlüssel, wenn ich ihn jetzt hier hinhalte, nie zu mir fliegen, sondern immer zur Erde. Ja, und jetzt können wir uns zu zweit hier herstellen, dann sind wir vielleicht doppelt so schwer. Die Erde ist aber immer noch schwerer. Und, ja, also jeder kann das. Unsere Raumänderung ist leider nur total unbedeutend im Vergleich zur Raumänderung durch die Erde oder die Sonne oder wie noch, also welchen Planet auch immer. Ja, quasi Einstein und Newton ein bisschen konform. So. Ne? Dass die Masse hier eine gewaltige Rolle spielt, ja. Genau. Das schon. So, jetzt, wer ändert den Raum? Jeder. Und wie? Ja, das stellen wir uns jetzt im Zweidimensionalen vor. Dafür nehmen wir jetzt uns erstmal den Raum als, stellen uns den als Fläche vor. Von mir aus ist das jetzt so eine Scheibe aus dem Universum geschnitten. So könnt ihr euch jetzt mal vorstellen. Von mir aus könnten wir da jetzt so ein paar Pünktchen reinmalen. Dann sind es irgendwelche Sterne. Aber dann haben wir das Bild schon falsch gemacht. Ja, wir wollen nämlich hier jetzt ein Stückchen angucken, das erstmal sternfrei ist. Einfach nur ein bisschen Universum mit gar nichts drin. Ja, und das würde ich jetzt gern auch mit euch hier nachspielen. Dafür gibt es hier im Raum jetzt drei Statisten, die jetzt gleich ganz toll helfen dürfen. Und zwar kann man sich den Raum ganz toll vorstellen, auch wie ein Stück Tuch. Ich habe hier ein Betttuch dabei. Da kriegt jetzt, wir sind ja in Corona-Zeit, deswegen habe ich ein extra großes Betttuch dabei. Wenn da jetzt jeder eine Ecke nimmt, dann haben wir locker 1,50 Meter Abstand. So, und noch ein bisschen mehr Equipment brauchen wir hier. So, ich verteile das mal. Jeder eine Ecke, keiner kriegt zwei. So, jetzt seht ihr alle, das ist jetzt fast das Gleiche. Ich habe keine Karos drauf gemalt, aber wir sehen jetzt hier irgendwie eine große Scheibe des Universums. So, jetzt würde ich euch da drüben bitten, das ein bisschen tiefer zu halten, damit man so ein bisschen besser da reingucken kann. So, und jetzt bringen wir hier Masse ins Spiel in unserem Raum. Ich habe hier mal 1 Kilogramm mitgebracht, extra schwer, und lege das mal ins Universum. Und da kriegt jetzt mein Raum eine Delle. Ja, hier hinten hat mein Raum auch eine Delle. So kann man sich jetzt vorstellen, habe ich jetzt den Raum verändert. Ja, wenn ich nicht 1 Kilo da reinlege, ja, wieder schön gerade. Und wenn ich von mir aus jetzt mal nur 200 Gramm da reinlege, kriegt der Raum auch eine Delle, aber nur eine kleine Delle. Ja, also machen wir wieder unsere große Delle rein. So. Ja, jetzt habe ich veränderten Raum. Und jetzt wollen wir ja eigentlich die Situation jetzt nochmal überlegen, dass ich jetzt hier einen Stern habe. Das ist ein 1 Kilo schwerer Stern, der jetzt da drin liegt. Und jetzt wollte ich da ja so Licht eine Kurve machen lassen. Und das kann man sich jetzt auch vorstellen, wenn ich hier ein bisschen gelbes Licht da durchlaufen lasse. Und zwar, wenn ich jetzt mal versuche, das hier vorbeirollen zu lassen an meinem schweren Stern da drin, wird man sehen, dass das eine Kurve macht und nicht geradeaus rollt. Ja, das heißt, es bleibt stehen. Genau. Oder vielleicht am Ende sogar geschluckt wird. Das wäre dann das Beispiel schwarzes Loch. Ja, so könnt ihr euch ein bisschen den veränderten Raum vorstellen. Überall da, wo schwere Massen sind, gibt es so eine Delle. Und jede Bewegung, die ich dann da habe, wird dadurch, dass da eine Delle ist, abgelenkt. So, super, vielen Dank. Ihr zu Hause könnt jetzt natürlich applaudieren für unsere drei Statisten. Ja, aber wir haben uns ja jetzt da erstmal so einen zweidimensionalen Raum vorgestellt. Genau. Dreidimensional wurde. Bitte? Ja. Dreidimensional, also erstmal noch kurz zu unserem Lichtbeispiel. Das ist hier jetzt auch nochmal dargestellt. Ja. Hier sieht es aus, als wäre der Stern. Da ist dieser in der Mitte. Und hier sieht man jetzt den abgelenkten Strahl. Ja, das ist jetzt sozusagen das ein bisschen hübscher gezeichnete Bild zu dem, was ich vorhin hatte. So, jetzt die Frage war ja, der Raum ist ja eigentlich dreidimensional. Ja, und da wird es jetzt auch gleich richtig kompliziert zum Vorstellen, weil eine Delle kann ich mir ziemlich gut vorstellen.
in einer geraden Fläche. Aber ich müsste jetzt diese Fläche nicht nur waagerecht haben, damit ich jetzt einen Raum kriege, sondern auch senkrecht und so, ja, aus allen Richtungen irgendwie. Ja, das heißt, mit meinem schönen geradeaus in jede Richtung ist es dann auf jeden Fall vorbei. Ja, das ist weg. Und dann sähe das eher so aus. Ich hoffe, das erkennt man jetzt ein bisschen im Bild. Also das heißt, von oben geht die Delle runter, von der Seite geht die Delle rein. Ja, und auch in dieser Richtung, in die Ebene hinein projiziert, habe ich jetzt eine Delle. Und dann wird es wirklich unglaublich schwierig, das darzustellen und sich vorzustellen. Vor allem, sobald da zwei Körper sind. Mit nur einem kann man sich noch vorstellen. Und mit zwei wird es echt ganz wild. So. Aber so ein bisschen eine Vorstellung über veränderten Raum kann man dadurch gewinnen. Und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was wir jetzt gerade eben machen konnten. So, was bringt uns das jetzt? Naja, damit konnte man auf einmal ganz, ganz viel erklären und auch vorhersagen, was man dann später noch entdecken konnte. Und das war für die Physiker eigentlich so ein Startschuss für so eine ganz neue Disziplin, die viel mit der Erforschung des Universums zu tun hat. Und zwar entstanden dann zum Beispiel daraus die Theorie der schwarzen Löcher, die Gravitationswellen. Diese Ideen stammen daraus, die wir jetzt auch irgendwie vor 2 Jahren den Nobelpreis gekriegt haben oder so. Also die Entdeckung der oder die Messung von Gravitationswellen vorhergesagt, wurden sie praktisch schon von Newton. Alles, was mit dem Urknall zu tun hat oder wird auch von diesen Gedanken eben mit unterstützt. Das Extrembeispiel schwarze Löcher, das ist so der extremste Fall von Raumkrümmung. Ja, das ist eben so stark, sieht man jetzt leider nicht auf diesem Ding, nehme ich an, nicht zu hell. Da ist der Raum so stark gekrümmt, dass mein gelbes Kügelchen, das ich da durchrollen habe lassen vorhin, es auf gar keinen Fall da durchschafft, sondern alles, also nicht mal dran vorbeirollt, sondern alles so arg gekrümmt ist, dass alles da reinrollt und verschwindet und damit weg ist. Wohin? Das schwarze Loch. Da unten rein. Das bleibt dann da unten am tiefsten Punkt liegen und kommt nie wieder raus. Ja, ja, schon klar. Oder es kommt auf der anderen Seite in einer anderen Welt raus und ja, keine Ahnung was. Und, ja. Oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder wo auch immer du sein willst. Ja. So, was ist mal? Genau, so, jetzt kurz noch zu diesen Gravitationswellen. Das war eben jetzt gerade der Nobelpreis. Das klang dann auch ziemlich wild vom Titel her, ist aber von den ganzen Nobelpreisen, die es in dieser letzten Zeit gab, finde ich eigentlich so gar nicht so schlecht zu verstehen. Und zwar haben wir jetzt ja vorhin da diese Sterne in unser Leintuch geworfen und gesagt, das sind jetzt Sterne, die da drin rumliegen. Ja, okay, und jetzt gibt es da verschiedene Sterne, die fliegen da alle im Universum rum und die haben ja alle eine hohe Gravitation. Das heißt, so Sterne machen alle riesengroße Dellen und wenn sich zwei so Dellen in meiner großen Leintuch zu nahe kommen, ja, dann fangen die auch an, in sich gegenseitig reinzurutschen. Ja, also das wäre die Kollision zweier Sterne und durch diese Kollision, also zweimal schwarzes Loch soll da hinten dargestellt werden, es tut mir leid, dass es ein bisschen zu dunkel ist. Ja, durch diese Kollision, davor bewegen die sich noch umeinander drum, beginnt diese gesamte Raumzeit, das ist jetzt hier wieder als Fläche dargestellt, da vorne treffen sich jetzt gerade zwei schwarze Löcher, ja, zwei Sterne, egal was. Durch diese Kollision beginnt diese gesamte Raumzeit außenrum zu wackeln. Ja? Also dieses Leintuch, das wir da hatten, das würde dann zittern. Ja, das wäre dann so, könnt ihr euch jetzt so vorstellen, da läuft dann so eine Welle durch und wenn da die Erde ist und da die Sonne, dann macht halt erst die Sonne so eine Laola und dann die Erde so, wie wenn eine Laola durch alle Planeten laufen würde, weil die Raumzeit da halt so ein bisschen zittert. Ja, könnt ihr euch von mir aus so vorstellen. Und das konnte man messen und zwar an zwei Messgeräten gleichzeitig. Die sehen so aus, das ist so ein Haus und dann geht hier irgendwie ein paar Kilometer geradeaus, eine Gerade. Und da auch eine Gerade und da ist ein Tunnel und durch den Tunnel schießen die mit Licht und dann gucken die, ob das Licht auf dem Weg ganz nach da hinten und dort gespiegelt wieder zurück, ob das irgendwie praktisch mal länger oder mal kürzer braucht und wenn es länger braucht, ist die Strecke länger geworden. Das heißt, da musste der Raum kurz gedehnt werden, wenn es kürzer gebraucht, dann wurde der Raum kurz gestaucht und wenn das passiert, dann kann man sagen, okay, da ist jetzt so eine Raumzeitwelle durchgelaufen,
Das passiert natürlich ganz, ganz selten und viel öfters messen die, dass nebendran der Bauer mit dem Traktor übers Feld fährt. Da wackelt da nämlich auch alles. Aber manchmal messen sie halt aus einer Raumzeitwelle. Und wenn das klappt, dann zack, peng, Nobelpreis, juhu, alles toll. Die Idee ist schon ganz schön alt. Die haben die schon in den 70ern, glaube ich, gebaut, so Dinger. Und dann hat es erstmal ganz lange nicht funktioniert. Und man hat halt immer nur den Nachbarn gemessen, der mit dem Traktor rumfährt und so, weil jede Erschütterung dann zählt. Und die wurden aber, ich glaube, dann später nochmal wieder aufgenommen oder vielleicht auch gar nie ausgesetzt. Das läuft die ganze Zeit. Und da gibt es ein paar auf der Erde, eins irgendwo in Norddeutschland und eins in den USA. Und wenn die gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig das gleiche Signal aufnehmen, dann kann es halt nicht der Bauer nebenan gewesen sein. Und das war halt irgendwie jetzt 2018, 2019 irgendwie der Fall. Und dann konnte man sagen, und gleichzeitig hat man noch irgendwo beobachtet, wie eben zwei schwarze Löcher oder ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwo kollidiert sind. Und dann hat man das unter einen Hut gebracht und gesagt, okay, das ist diese Welle, die von dieser Kollision entstanden ist und die sie jetzt eben hier gleichzeitig gemessen haben. Und dann ist so eine Welle einmal durch die Erde durchgegangen. Ja, ich finde auch, das mit der Welle kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man halt wieder das so als zweidimensionales Modell nimmt. Aber warum heißt es dann Raumzeit? Was hat die Zeit da damit zu tun? Ja, also das ist tatsächlich eine der schwierigen Sachen in der Relativitätstheorie, dass sich Raum auch irgendwie quetscht und so. Ja, da kommen wir so gefühlsmäßig, verständnismäßig schon hin. Aber dass das auch zwingend mit der Zeit verbunden ist, das ist dann schon schwieriger und so praktisch jeder Ort so ein bisschen praktisch auch noch eine eigene Zeitkomponente hat, die unabhängig von den anderen sein kann. Ja, das ist ja auch das Problem gewesen, mit dem man ja am Anfang der Einstein angefangen hat. Der wollte für überall synchronisierte Uhren und hat dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, dass überall die gleiche Zeit ist, weil durch verschiedene Bedingungen, Bewegungen eben die Zeit dann unterschiedlich geht. Deswegen ist der Begriff Raumzeit hier auch, ich sage jetzt mal, physikalisch korrekt, aber für ein einfaches Verständnis eher hinderlich. Ja, richtig. Ja, ich würde da auch gar nicht unbedingt so arg viel drauf weiter, weil sonst kommen wir auch ein bisschen in Teufelsküche. Ich würde lieber jetzt wirklich den Blick so nur auf die Zeit lenken und damit sind wir eher bei der speziellen Relativitätstheorie. So, also spezielle Relativitätstheorie, da geht es jetzt vor allem um die Zeit und die Verbindung Zeit und Raum ist wirklich, sage ich nachher noch mal was dazu. Jetzt können wir uns aber an der Stelle tatsächlich wirklich vor allem über die Betrachtung der Zeit und eben auch die Veränderung der Zeit, Strecken und Stauchen eben mit beschäftigen, wo jetzt für viele eigentlich auch so das drinsteckt, was man über die Relativitätstheorie weiß, nämlich irgendwie Uhren gehen langsamer und Zwillinge werden älter oder jünger, wenn sie in Flugzeugen fliegen und so weiter. Das steckt da drin, das versuche ich euch jetzt näher zu bringen. Da stellen wir uns erst kurz dafür als Einstieg in LKW vor. Das ist jetzt einfach ein gewähltes Beispiel. Der LKW fährt, die Geschwindigkeit soll mit diesem Pfeil symbolisiert sein. Und das kann irgendeine Geschwindigkeit sein, wie LKWs halt so fahren, von mir aus 50 km/h. Auf den LKW stellen wir jetzt so einen Cricketspieler und der schießt da jetzt gleich diesen Ball. Und der gibt dem Ball auch eine Geschwindigkeit. Ja, und der Ball hat die Geschwindigkeit, die von diesem blauen Pfeil symbolisiert wird. Das sind von mir aus 100 km/h. Ist auch egal, irgendein Wert. Eben muss ein bisschen größer sein wie der vom LKW, weil der Pfeil länger ist. Aber das darf euch über selber überlegen, wie viel es sein soll. So, was bedeutet das jetzt? Naja, für den Ball da oben. Der Ball hatte, bevor der Typ draufgehauen hat, weil er einfach nur mit dem LKW mitgefahren ist, ja schon die Geschwindigkeit vom LKW. So, jetzt kriegt er noch die Geschwindigkeit von dem Schläger noch mit oben drauf. Das heißt für den Ball, dass er die beiden Geschwindigkeiten zusammen hat und dadurch eben eine deutlich höhere Geschwindigkeit, nämlich die Geschwindigkeit LKW plus die Geschwindigkeit Ball zusammen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie ist das jetzt für Licht? Naja, da nehme ich mal eine Kerze.
die sendet Licht aus. Das hat auch eine Geschwindigkeit, das ist jetzt mit diesem Pfeil symbolisiert. Und diese Geschwindigkeit des Lichts, die Lichtgeschwindigkeit, die ist für jedes Licht gleich. Also egal, ob wir jetzt dieses Licht da angucken oder die Kerze oder den Scheinwerfer da oben oder das Licht von der Sonne oder egal was. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist für jedes Licht gleich. Das ist so eine Naturkonstante, von der kann man fest ausgehen. So, und jetzt machen wir mit dem Licht das gleiche Experiment. Und zwar stellen wir jetzt eben unsere Kerze auf den LKW. Das ist jetzt natürlich eine Kerze, die nicht vom Fahrtwind ausgeht. Das ist ganz wichtig. Und was passiert jetzt? Wo kann man die kaufen? Ja, den Spezialhandel. Was passiert jetzt? Naja, die sendet Licht aus, Lichtgeschwindigkeit, eben diese 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt eigentlich sagen wir da oben, na, dann kriegt die doch noch die Geschwindigkeit vom LKW mit oben drauf. Und nee, das geht nicht, weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja fest. Die kann nur 300.000 Kilometer pro Sekunde sein. Was anderes geht da nicht. Ja? Das heißt, egal wie schnell der LKW fährt, das Licht der Kerze hat immer 300.000 Meter pro Kilometer pro Sekunde. Und das wurde gemessen? Das kann man auch messen. Also Lichtgeschwindigkeit kann man messen. Und man kann auch dann, keine Ahnung, das auf den Zug stellen oder so. Und mit dem TGV 200 km/h und so ist immer gleich. Ja. Also es gibt nichts, was schneller ist als die 300.000. Doch, die Verschränkung von Quanten, aber... aber dann kommen wir schon wieder in die Teufelsküche. So. Und damit kommen wir jetzt schon so ein bisschen zum Problem oder zum Kern, den wir hier haben, um jetzt, weil mit dieser praktisch Geschwindigkeitsbegrenzung fürs Licht, weil da hört es halt einfach auf, damit muss ich jetzt auf einmal andere Sachen ändern, damit ich das erlauben kann. Und was muss ich ändern? Die Zeit. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen vorstellen. Und dafür arbeiten wir mit so einer sogenannten Lichtuhr. Eine Lichtuhr ist einfach ein Gerät, mit dem man mit Hilfe von Licht Zeit misst. Und wie funktioniert das? Ich nehme zwei Spiegel, ja, und lasse da Licht immer hin und her. Und wir können uns jetzt Licht vorstellen wie so ein Bällchen. Das geht immer hoch und runter. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Ja? Und damit es jetzt mal vereinfacht ist, rechne ich jetzt nicht mit den 300.000 Kilometer pro Sekunde, sondern ich sage, die Strecke von da oben nach unten ist jetzt einfach mal ein Meter und das Licht braucht dafür einfach jetzt mal eine Sekunde. Ich nehme da jetzt wirklich nicht 1 und 1, weil es richtig ist, sondern weil man damit einfach einfacher denken kann. So, das heißt, jedes Mal, wenn es Ding macht, also Ding, Ding, einmal hoch und runter, ist eine Sekunde vorbei. Ja? So. Muss man sich jetzt vorstellen. Und so kann ich jetzt Zeit messen, weil wenn ich weiß, es hat jetzt 12-mal Ding gemacht, dann sind halt 12 Sekunden vorbei. So. Das Ding lasse ich jetzt mal stehen. Das bleibt jetzt hier. So. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Ich nehme wieder meine beiden Spiegel und mache mit denen jetzt tatsächlich eine Fahrt im TGV. Ja. Das heißt, ich sitze jetzt da in meinem Zugabteil und mein Bällchen geht hoch und runter, macht Ding, 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 Ding. Ja? Ist nichts Besonderes. Für mich persönlich wird es genauso aussehen. Ja? Ich habe da meine Spiegel und das gelbe Bällchen macht Ding, Ding, Ding. Das Licht geht hoch und runter, immer eine Sekunde. So, und jetzt überlegen wir uns mal, wie ist es denn jetzt aber, wenn ich meine Lichtuhr, also meine beiden Spiegel, die Ding, Ding, Ding machen, im Zug vergesse und schon ausgestiegen bin und dann sehe, wie der Zug wegfährt. Dann fährt ja diese Lichtuhr im Zug und ich gucke ihr zu, wie sie wegfährt. Ja? Und dann ist die Situation auf einmal ganz anders, weil dann sieht für mich das so aus, als würde diese Lichtuhr oder dieses Licht so einen Zickzackweg machen. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, in der ersten Sekunde der Fahrt sind die beiden Spiegel hier und das Licht möchte hochgehen, dann fährt der Zug ja aber, deswegen hat sich diese Lichtuhr darüber bewegt und das Licht ist dann eben nicht hier angekommen, sondern für mich als Betrachter, der weit weg ist und steht, ist das Licht dahin geflogen und dann dahin und dann dahin. Ja? Also damit macht das Licht jetzt praktisch für jemanden, der mitfährt,
auch nur hoch runter. Jemand, der das von außen betrachtet, der sieht, dass diese Uhr immer woanders ist. Für den musste das Licht einen schrägen Weg nehmen, damit es den weitergefahrenen Spiegel eben dann erreicht. Und dann auf dem Runterweg den weitergefahrenen Spiegel eben erreicht, weil eben ich ja auch eine Bewegung habe, die darüber geht. So, und zwischen diesen beiden Beobachtungen ist jetzt ein gewaltiger Unterschied. Ja. Da steckt jetzt so diese spezielle Relativitätstheorie drin, wenn man eben jetzt aus dieser Position der anderen zuschaut. Ja. Was heißt denn das jetzt, wenn wir ins Detail gehen? So, ich habe hier einen Pfeil reingemacht. Ja. Das wäre ja der normale Weg, den wir uns vorstellen, dass dieses Licht geht. So, und in Wirklichkeit, oder nicht in Wirklichkeit, für mich als Beobachter dieser Lichtuhr da drüben, die sich bewegt, macht das Licht da jetzt aber diesen Weg, nämlich den schrägen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, diese Strecke war ja 1 Meter. So, und jetzt macht es die schräge Strecke. Ich habe das mal hier drüben hingemacht. Die ist ja länger. 1,10 Meter von mir aus. Wieder einfach nur ein Wert, damit wir uns was vorstellen können. Das heißt, anstatt den 1 Meter macht das Licht jetzt 1,10 Meter. So, und jetzt kommen wir zum Problem. Für 1,10 Meter, ich habe ja nur diese Lichtgeschwindigkeit, die festgelegt ist. Ja, das heißt, das Licht da drüben kann das gar nicht in meiner Sekunde schaffen. Das braucht mehr Zeit dafür, weil die Strecke ja weiter ist. Ja, das heißt, wenn ich hier stehe und ruhe und einer bewegten Lichtuhr zuschaue, dann ist die Zeit langsamer bei meiner bewegten Lichtuhr oder meine Zeit geht schneller. Ja? Und damit kommen wir schon zur zentralen Aussage, ja? Die ja, für den Ruhenden links sieht so aus, als würde die Zeit in diesem bewegten Fall langsamer gehen. Ja? Während ich hier 1,1 Sekunden mache, ja, weil da drüben ja die größere Strecke bewältigen muss, ist der da drüben, der im Zug mitfährt, der sieht ja nur das Hoch und Runter. Und für den ist einmal Hoch und Runter auch nur 1 Sekunde. Ja, während der sich denkt, bei dem da drüben sind 1,1 Sekunden vergangen. Und dadurch entsteht der Effekt, dass sich jemand, der ruht, eine schnellere Zeit hat, wie jemand, der sich bewegt. Als typisches Beispiel gibt es da dieses Zwillingsparadoxon. Und zwar ist der eine halt Astronaut oder Kosmonaut von mir aus auch und fliegt mit der Rakete weg. Und wenn er wieder zurückkommt, dann hat er sich ja ganz schön lang, ganz schön viel bewegt. Von mir aus ist er zum Mars und es hat 6 Jahre gedauert und wieder zurück. Und für ihn, weil er sich immer bewegt hat, ging die Zeit halt deutlich langsamer, wie für seinen Bruder, der auf der Erde stationär geblieben ist. Und deswegen waren sie gleich alt beim Trennen. Aber der irdisch gebliebene Bruder ist halt schon steinalt, wenn der nur ein bisschen ältere wieder zurückkommt. Ja, aber schon mal kurz. Der Max, der hat ja auch die so und so viele Jahre erlebt. Genau. In seinem Raumschiff. Also subjektiv. Genau. Nee, er hat seine Zeit in seinem Raumschiff erlebt. Nur während der Max jetzt von außen betrachtet 10 Jahre erlebt, sind beim Sepp 12 vergangen oder 15 oder in dem Beispiel, wo der schon eine Glatze hat, von mir aus auch 30. Ja, und welches ist die richtige Zeit dann? Von Sepp seine Zeit, von Max seine Zeit. Filmtipp, Interstellar. Oh, ja, genau. Aber ich glaube, der ist super heiß. Aber ich glaube, der im Raumschiff verändert, oder? Ich glaube nicht. So. Daher stammt auch diese Aussage, bewegte Uhren gehen anders. Für den Ruhenden, ja, da steckt genau diese Frage drin, welche Zeit ist richtig? Naja, für jeden ist seine Zeit richtig. Also es gibt da jetzt keine richtige und keine falsche Zeit. Der eine hat halt seine und der andere hat halt die andere. Aber jede Zeit in sich ist richtig. Ja, es gibt keine objektive Zeit oder was? Doch, für jeden gibt es die eigene Zeit. Ja, das ist die subjektive Zeit. Ja, aber die ist für jeden an seiner Stelle ja auch die objektive. Weil es ist eine konkret messbare, nach genormten Umständen, ja, man macht das ja inzwischen mit so Atomuhren, jeder kann da eine Atomuhr haben und sagen, hey, bei mir ist perfekt
die und die Zeit vergangen. Das Experiment hat man auch gemacht. Da hat man so Atomuhren in Flugzeuge gestellt. Dann sind die Flugzeuge einmal um die Erde geflogen. Und dann ist tatsächlich die Atomuhr im Flugzeug langsamer gegangen als die Atomuhr, die auf der Erde stehen geblieben ist. Natürlich nur so ganz ein bisschen, aber es hat funktioniert. Aber Flugzeuge fliegen ja. Bitte? Keine Flugzeuge mehr. Ja, aber dann ist ja Zeit auch nichts Konstantes. So. Nee. Zeit ist eh, da kommen wir jetzt schon in ein anderes Thema, ist ein unglaublich schwieriger Begriff. Was Zeit ist, versteht eh keiner so richtig. Ja. Also alle reden von Zeit, alle haben Zeit oder haben keine Zeit. Aber was ist und was weiß man über Zeit? Man weiß, Zeit ist was, was fortschreitet. Also es gibt und nie rückwärts läuft, sondern immer nur vorwärts läuft. Aber man weiß nicht so richtig, was es ist. Man kann dann sagen, Zeit ist was, was zwischen zwei Ereignissen ist. Der Abstand von Ereignissen oder so. Aber wenn es keine Ereignisse mehr gäbe, oder als es die mal nicht gab, vor dem Urknall und so, was ist denn dann mit der Zeit gewesen und so? Also es ist ein bisschen schwierig, was die Zeit ist tatsächlich. Große Frage in der Physik. Jetzt, wo spielt denn das jetzt für uns eine Rolle? Jetzt kann man ja sagen, naja gut, ich fliege da zweimal im Jahr in Urlaub, deswegen werde ich jetzt nicht irgendwie unglaublich viel jünger bleiben. Bringt mir alles überhaupt nichts. Doch, es hat für uns alle unter anderem eine sehr reelle Anwendung, und zwar bei GPS. Und zwar fliegen da ja so Satelliten rum für uns, um uns dann so Positionsdaten zuzufunken. Und diese Satelliten, die da um die Erde rumfliegen, die bewegen sich ganz schön schnell. Das heißt, die haben schon Uhren, die ausreichend langsamer sind, dass wir auf der Erde von denen falsche Signale bekommen würden. Und deswegen müssen diese Uhren alle praktisch, die brauchen alle so noch eine extra Zeitkorrektur, damit da dieser relativistische Effekt rausgerechnet wird. Ja, so, das wäre jetzt. Was ist die Größenordnung ungefähr? Wirklich Millisekunden, keine Ahnung, Mikrosekunden, Pikosekunden, das ist nicht arg viel. Wenn ich dir jetzt so da eine Zahl sage, oder wirst du denken, naja, macht nichts. Aber das Ganze geht ja mit Lichtgeschwindigkeit, also mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn ich da irgendwie 0,00000001 Sekunde falsch bin, dann sind es gleich ein paar hundert Meter. Und ja, Streckenunterschied. Und das ist dann beim Navigationssystem dann blöd, weil da schon dann die Pikosekunde auf einmal ausmacht, dass ich beim Nachbarn in der Garage park, wenn ich dann dem Navigationssystem folge. Und das ist dann halt blöd, deswegen brauchen die da halt diese unglaubliche Genauigkeit. Ja. So, das wäre von meiner Seite jetzt erstmal der erste Einblick in die Relativitätstheorie. Alle, die jetzt da zum ersten Mal, sag ich mal, einen ersten Einstieg haben, für euch ist jetzt wichtig, dass ihr euch merkt, naja, das eine ist, dass ich nicht unbedingt eine Erdanziehungskraft habe, sondern so einen veränderten Raum, der irgendwie so verbogen werden kann, wie wir das mit dem Leintuch gemacht haben, wenn irgendwo eine große Masse ist und dadurch, dass der Raum dann da so Dellen hat, verändern sich Bewegungen, wie zum Beispiel die Bewegung des Lichts oder von einem Raumschiff oder von einem Planeten, der da irgendwie durchs Universum fliegt. Ja, das ist das eine, der eine Kernbaustein. Und der zweite ist, es gibt diese spezielle Relativitätstheorie, wo eben die Zeit anders geht, wenn sich irgendetwas bewegt. Und zwar geht die Zeit nicht anders für den, der sich bewegt, sondern für den, der das von außen beobachtet. Deswegen heißt es auch Relativitätstheorie, weil da zwei Komponenten in Relation in eine Beziehung gesetzt werden. Also ich kann die nicht haben, wenn ich nur allein bin. Also die funktioniert nur, wenn sich irgendwo einer bewegt und ich halt hier für mich fest bin, ja, weil dann kann ich eine Beziehung zwischen diesen beiden Personen und Betrachtungen aufbauen und dann gibt es den Unterschied in der Zeit. Ich habe so eine Frage noch. Du auch? Also negiert so diese Relativitätstheorie vollkommen so Gravitation von Körpern oder was? Nee, die gute Frage, da wollte ich eigentlich noch was dazu sagen. Also diese Theorie, die Gravitationstheorie von, die Theorie der Gravitationskraft von Newton, sage ich mal, ist wie immer in der Physik, das ist so eine Idee, mit der kann ich Sachen erklären, nämlich warum fällt der Schlüssel runter oder das ein Kilostück darunter. Und die funktioniert bei uns auf der Erde ganz toll, damit
kann jeder von uns mit irgendeiner einfachen Formel das ausrechnen und man lernt das in der Schule und das verstehen irgendwie Siebtklässler oder so oder was auch immer, ja, und das funktioniert schon. Ich habe das erst in der 12. Klasse verstanden. Aber auch toll, ja. Egal, wann man es versteht, man versteht es. So, diese Relativitätstheorie, das ist auch eine Theorie, also ein Erklärungsversuch, mit dem man so Umstände, ja, Phänomene in der Natur erklären kann. Und was kann man damit erklären? Man kann damit erklären, wie der Schlüssel darunter fällt und man kann damit erklären, warum das Licht da um einen anderen, um einen anderen Stern rum so eine Kurve macht und man kann damit so Sachen erklären und man kann damit erklären, warum die Zeit sich da so ein bisschen verändert. Das sind also beides Erklärungsansätze für Phänomene, die wir beobachten. Und beide funktionieren relativ gut. Die die Relativitätstheorie funktioniert auf der Erde ganz ordentlich. Ein bisschen zu blöd ist es jetzt für so einfache Sachen mit dem Stein. Ja, da kommt es uns ein bisschen Überphysik vor. Für so Universale, also in einem Universum, für so Maßstäbe kann man die ganz toll ständig anwenden. Ja, Stichwort Sterne, schwarze Löcher und so weiter. Die vom Newton, die Theorie, die bringt mir bei schwarzen Löchern nicht sonderlich viel. Aber die hilft mir hier zu meinen Fallen von Gegenständen auf der irdischen Ebene zu erklären. Da ist die sehr hilfreich, deswegen wird die ja auch noch eingesetzt und in der Schule ständig verwendet und so weiter. Ja, eben, also da ist auch die Frage, ziehen sich Körper an oder nicht? Wenn du Newton folgen willst, ja. Aber letzten Endes würde Newton jetzt sagen, klar, die ziehen sich gegenseitig an, also auch meine Masse zieht die Masse dieser Lampe an und andersrum ja auch und so und der Computer zieht auch und dann sind wir alle hier in gegenseitiger Anziehung sozusagen. Das ist die Newton'sche Erklärung und die funktioniert. Wir merken, weil diese Kraft so klein ist, aber halt einfach nichts davon, außer die von der Erde, weil die Erde so groß ist. Die Relativitätstheorie, die würde sagen, naja, die Lampe und der Computer und die Leinwand und ich und du, wir krümmen alle so ein bisschen den Raum, aber weil wir so leicht sind, ist unsere Raumkrümmung nur so unglaublich klein, da merkt man auch nichts von. Also im Endeffekt sind es ja zwei Theorien, die exakt denselben Sachverhalt erklären. Genau. Nur, dass die nicht ganz, dass die Relativitätstheorie noch mehr erklären kann, nämlich sobald ich in diese universalen Maßstäbe gehe. Für unser Leben hier auf der Erde, sage ich jetzt mal so ganz blöd, wenn wir uns so ein einfaches Leben auf der Erde vorstellen, mit einfach meine ich so, wir gehen jeden Tag irgendwie in die Fabrik und machen keine Ahnung was und abends gibt es, keine Ahnung, Sportschau und Bier und so, dann brauchen wir Relativitätstheorie nicht. Dann fällt dann das Bierglas runter und geht kaputt und dann sagen wir Erdanziehungskraft. Und das war's. Und das war's, ja. Aber sobald wir dann in andere Maßstäbe gehen, dann brauchen wir halt auch noch die Relativitätstheorie. So, dann würde ich sagen, war das unser erster Einblick in die Relativitätstheorie. Und dann werden wir irgendwie in naher Zukunft in der Quantenphysik einsteigen. Ich wünsche noch viel Spaß, schönen Abend.